Guten Tag, werte Gäste der Messermanga. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Gacha-Video. Heute wird's gay. Nein, aber so nehmen das manche tatsächlich wahr. Was natürlich Quatsch ist. Heute werden wir aber mal nicht eine Waifu ziehen, sondern einen coolen Dude. Ja? Ich liebe die Biker-Gang. Die Sons of Caledon. Hier haben wir die Anführerin Cesar King. Und da gibt es noch eine einzige Person, die fehlt, um dieses Roster komplett zu haben. Und das ist Leiter. Seit Leiter eingeführt wurde, einfach nur existiert hat, fand ich den wirklich cool. Und deswegen habe ich mir tatsächlich auf Leiter diesmal gespart. Normalerweise, wir lieben alle die Waifus und hey. Aber er hat eine recht interessante Background-Story, die wir in einem Musikvideo schon jetzt sehen durften. Der hat wohl so eine Art der hat irgendwie bei so einer Art Söldner oder so gearbeitet. Die haben irgendwie einfach alles angenommen, jede möglichen Aufträge, um irgendwie zu überleben. Es war so ein Mädel, ein älterer Herr und jemand, der ein bisschen älter war als er. Er war dann noch recht klein. Und die haben dann eben halt einen Auftrag nach dem nächsten gemacht und sind dann aber irgendwann verschwunden, wahrscheinlich gestorben. Aus welchen Gründen wissen wir nicht. Vielleicht kriegen wir es in der Story noch mit. Vielleicht kommt da noch irgendwas. Und dann hat ihn irgend so ein reicher Mongol aufgenommen und der hat ihn quasi ausgenutzt und ihn als krassen Box-Champion quasi trainiert und quasi mit dem ordentlich Geld verdient, weil der jeden Kampf gewonnen hat. Und scheinbar gab es dann irgendwann den Punkt, wo er aufgehört hat damit und die Sons of Caledon getroffen hat und jetzt Teil davon ist. Und wenn ich sogar überlege oder denke, ich glaube sogar, dass Leiter der stärkste von den ganzen ist. Aber nicht als Chef agiert, sondern eher als Rausschmeißer. So, ne? Und, hey, was soll ich sagen? Er ist einfach cool, ja? Er ist einfach cool und ich habe Bock drauf, alle Sons of Caledon jetzt zu haben. Und vielleicht klappt es auch gar nicht. Wissen wir ja nicht. Kann ja sein, dass es nicht klappt. Ich habe 15k plus also hier. Ich habe 15k Polychrome und 18 verschlüsselte Master-Kassetten. Das ist schon mal eine gute Basis. Das Problem ist, dass ich wahrscheinlich die 50-50 verkacken werde. Und da ist halt die Frage, ob jetzt Leiter für mich bei rumspringt oder nicht. Es sei wie es sei, ich will es ausprobieren. W-Motor interessiert mich wieder mal eher nicht so, weil dazu müsste man dann oder sollte man dann doch schon Geld ausgeben, um dahin zu kommen, weil ich jetzt nur wieder den ganzen Kram gespielt habe, was so in der Zwischenzeit rauskam und habe halt gespart. Und jetzt gucken wir einfach mal, was dabei wird. Ich weiß gar nicht, ob ich hier, kann ich die irgendwo checken? Ob ich von denen noch welche brauche? Okay, also von Ben könnte ich noch zwei gebrauchen und von Corrin brauche ich gar nichts mehr. Tatsächlich, okay. Sind wir mal gespannt. Zwei Bands wären noch nice. Und ansonsten natürlich Leiter. Wir schauen. Ich würde sagen, legen wir los, oder? Runde 1. Round 1. Wir gehen nicht alles einzeln durch, weil da viel zu viele Bs immer drin sind. Deswegen überspringe ich das einfach mal. Und da haben wir schon in den ersten Ben. 5 von 6 Bens. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und die nächste Runde. Round 2.
So ein Early S wäre nice, weil dadurch kann ich die 50-50 verkacken und bin näher am meinem gewünschten Ergebnis dran. Eine random Nicole, okay, brauche ich zwar nicht, aber nehme ich natürlich. Da gibt es eigentlich, glaube ich, Charaktere, 4-Sterne-Charaktere, die ich noch bräuchte, die ich noch gar nicht habe. Ich weiß nicht, warum, also Nicole will mich. Ich sag's einfach, wie es ist. Ich habe ihren W-Motor schon so oft gekriegt, dass ich den jetzt doppelt habe und einmal komplett aus voll. Ich habe die ganzen Charaktere, die man quasi ja ziehen kann, neben den Mains, die man will, neben den S, die A-Ranks. Ich habe so oft jetzt schon Nicole random gezogen, anstatt irgendwie mal an B oder sowas. Es ist Nicole Main. Incoming oder so. So, Runde 3. Wird das Runde 3? Aber das sieht gut aus. Nee. Zwei A's vielleicht? Es ist. Nee. Nee. Es ist nur ein A. Nein. Und es ist. Corin. Okay. Runde 4. Zwei A's, okay. Okay. Zwei Bands. Damit ist es mit den Bänden vorbei. Jetzt habe ich alle Bands, die ich brauche. Jetzt, jetzt einfach nicht die 50-50 verkacken, oder? Wär das eine Idee? Nächste Runde. Come on. Come on, Leiter. Leiter. Yes. Aber es muss natürlich nicht sein. Aber wir schauen mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja Glück. Okay. Okay. Komm schon! Das ist. Oh, das hat mir gerade kurz einen Schrecken eingejagt. Komm jetzt! Jetzt, oh, komm! Auch geil! Nehme ich. Ich habe Soldatin Nummer 11 schon gezogen gehabt. Beziehungsweise ausgewählt. Wenn man den Standardbanner 300 Mal beglückt, dann darf man sich einen Charakter aussuchen. Ich habe mich für Soldiers 11 entschieden. Die jetzt nochmal zu bekommen, nice. Die macht nämlich unironisch Spaß. Der Charakter wird sehr unterschätzt. Aber jetzt will ich noch mehr Leiter, weil Leiter Feuercharaktere supportet. Ohne Ende. Jetzt will ich ihn erst recht. Auf, komm. Komm, Double S. Ey, sowas passiert nicht. Aber auf jeden Fall, ich hätte gern mehr A's vielleicht. Dann kann ich vielleicht noch ein bisschen was rausholen. Corin. Weiter geht's. Komm. Ah, das ein A, nur ein A. Zwei A's, sehr gut. Ressourcen, Baby. Seth ist neu. Also nicht neu, aber Stufe 2 oder 3. Nicht schlecht. Nehme ich natürlich. Aber weiter geht's. Wir sind noch nicht am Ende. Wieder zwei A's? Nein, nur eins. Und zwar wieder Corin. Aber da geht noch was, oder? Da geht noch was. Ah, zwei A's? Ein A. Nee, doch zwei A's. Zwei A's. Oh, sogar. Oh, das ist. Warte mal. Das ist von Lucy, oder? Das ist die W-Engine von Lucy. Oh mein Gott. Das ist ziemlich gut, glaube ich. Oder, warte mal. Oder habe ich die schon komplett. Egal. Haben oder nicht haben. Das ist, ist egal. Okay. Mach noch eine Runde. Komm schon. Komm. Early S. Da. Ah.
Nur ein A. Okay. Der Ben wieder. Nee, ach, sind zwei A's. Zwei Bens, okay. Ressourcen. Okay. Der letzte Zehner-Pull. Go. Leiter. Leiter. Ah, es hat kurz gezuckelt, aber ah, es wollte dann doch nicht. Ich sehe nur ein A. Nur ein A beglückt uns, okay. Sokako. Okay. Habe ich halt auch schon voll. Aber jetzt können wir. Jetzt können wir in den Signalladen gehen. Weil jetzt hat sich natürlich ein bisschen was angesammelt. Normalerweise gibt man das ja nicht aus, ne? Jeder weiß das. Aber ich will ihn jetzt einfach. Ich will ihn jetzt einfach. So. 16 verschlüsselte Masterkassetten können wir uns holen. Und wisst ihr was? Die holen wir uns jetzt. Die holen wir uns jetzt. So, hier kriegen wir auch nochmal. Hier können wir uns 3 holen. Das ist doch okay. Ach komm. Komm, machen wir so, oder? Das ist egal. Okay. Ist da nochmal ein 10er-Pull drin? Da ist theoretisch nochmal... Ja, genau. Ich habe jetzt nochmal einen 10er-Pull. Okay. Oh, ich habe sogar 2 10er-Pulls. Okay. Ich glaube, wir haben ihn. Na, Knabikowski. Knabikowski. Wieder eine Corin. So. Jetzt haben wir Rang S-Signal garantiert in 14 suchen. Wisst ihr was? Die schmeißen wir da jetzt rein. Das sind die letzten, die ich ausgeben kann. Und das wird er jetzt. Ja. Das wird er jetzt. Leiter, komm nach Hause. Da ist er. Da ist er. Jawoll. Jawoll, ja. Und doch Doppel-A's reingeknallt. Lass es am besten W-Engines sein. Keine Charaktere, die ich schon habe, am besten. Anton? Ich glaube, Anton wird mir sogar noch was fehlen. Nehme ich natürlich dann. Kommt eine W-Engine? Es ist eine Corin geworden. Egal. 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 Ihr werdet ihn gleich sehen. Gleich ist er da. Gleich ist er da. Jeden Moment. Die geile Sau. Die geile Sau. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich selber eine Brille trage. Das kann ich nicht mal sagen. Männliche Charaktere mit Brille sind in Anime fast immer fucking lustig. In irgendeiner Form. Da gibt es so viele Godlike-Charakter. Aber manche sind auch zusätzlich einfach Badass. Ja, wenn man zum Beispiel Gurren Lagann oder so an sowas denkt, ne? Und er hier ist, er gehört in diese Riege. So eine geile Sau. Ohne Scheiß. Er ist so cool. Und gleichzeitig lustig, wer vielleicht das Video gesehen hat von Bernis. Da gab es einen ganz guten Moment mit ihm. Nice. Ach, das fühlt sich jetzt gut an. Ach, scheiß drauf auf den Rest. Das ist sogar ein ziemlich krasser Pull eigentlich, ne? Wenn du drüber nachdenkst. Ein S und 2 A-Ranks, das ist schon... Hat man auch nicht so häufig. Fucking nein, Alter. Geilo. Jetzt, bevor wir uns anschauen, schauen wir noch, wo wir den Rest reinwerfen können. Vielleicht findet sich da noch was. Also es muss erstmal 100 Jahre laden, weil Internet. Internet, lol, Internet, www und World Wide Web. Ach komm schon. Warte. Nee, Internet scheint gut zu sein. Serverprobleme? Ah, irgendwie. Jetzt hat es doch geklappt.
So, dann sparen wir wieder für den nächsten Charakter, würde ich sagen. So benutze ich die hier einfach lieber, muss ich sagen. So, haben wir mal 3 für den nächsten Charakter. Da haben wir nichts mehr, da ist auch nichts. So. Wir können hier, komm hier, wir können noch einen geilen Bangu, hä? Nicht mal ein A. Nicht mal ein A. Aber wir können hier noch 5 reinhauen, oder? Die haben wir ja mehr oder minder bekommen. Vielleicht ist da noch irgendwas Interessantes dabei. Und B. Bäh. Ich werde es jetzt einfach abbrechen, weil da kann meistens nicht so was Krasses dabei sein. Höchstens ein 4-Sterne-Charakter oder so. Na. Und der letzte. Ne, es ist nicht mal irgendwas Interessantes drin. Das ist natürlich schon immer verlockend, die W-Motoren, aber ja, keine Ahnung. Ist. Für das, was ich spiele, wie ich spiele, reichen mir die, die ich dann irgendwie generell habe. So, dann schauen wir uns doch mal die Agenten an. Oh, Sophie, wir fangen erstmal klein an, würde ich sagen, okay? So, wir gehen erstmal zu Ben. Ben, du kriegst jetzt erstmal dein Cinema voll. Bam. Ben bigger, more like bam bigger. So, nice. Das ist ein Namenskettchen von dem flauschigen Ben. Sehr schön. So, was ist mit dir? Okay. Ein Sef. Ist besser als kein Sef. Nice. Okay. So, bevor wir das machen, gehen wir erst noch zur Soldatin. Und da haben wir jetzt C1. Let's go. Was bringt das? Selbst wenn Soldatin 11 beim Eintritt in den Kampf oder beim Einwechseln aufs Feld weniger als 40 Punkte Energie hat, ihre Energie sofort auf 80. Was? Selbst wenn beim Eintritt in den Kampf oder beim Einwechseln aufs Feld weniger als 40 Punkte Energie hat, ihre Energie sofort auf 80 Punkte. Das ist ein gutes Deutsch. Aber ich verstehe es, glaube ich. Okay, das klingt nicht so verkehrt. Nehmen wir. Ja, nice. Ich spiele momentan recht gerne mit ihr. Und das Witzige ist, dass sie noch nicht mal gescheit hier aufgelevelt ist, aber ich habe ihre Main-Waffe halt. Wenn man das sieht, ich weiß gar nicht, kann man das erkennen? Ja. Habe ich 2-mal random bekommen. Und das. Manchmal denke ich mir immer so, wenn das Spiel einfach mir permanent das Stuff von einem Charakter gibt oder so, dann denke ich mir immer, ja, das muss jetzt dann einfach sein. Das Spiel möchte das so. So, jetzt wollte ich noch kurz gucken. War das deine Waffe? Das sah nach... Ich glaube, das war deine Waffe. Das ist nice. Nice. Das ist ihre Waffe. Oh mein Gott, das ist... das. Ihr seid live dabei. Jawohl. Geil. Als man sie ziehen konnte im Banner so nebenbei, ich habe nicht einmal diese Waffe hier gezogen. Und ich habe dann tatsächlich mal auf die W-Engine von, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Bernice könnte es sein. Ja, genau, Bernice. Habe ich gezogen und gezogen und gezogen. Und alles, was ich dann letzten Endes bekommen habe, weil Nicole, glaube ich, noch dabei war. Wie gesagt, hier. Ich möchte mal anmerken, das ist Nicoles Füllhorn. Das ist komplett voll. Das heißt, ich habe schon vorher irgendwie das voll gehabt oder nicht ganz voll. Und ich habe es fast wieder voll bekommen, das Füllhorn. Ich habe fast fünf weitere wieder gezogen. Das ist insane. Ich weiß gar nicht, für wen ich den... Das ist so speziell mit Äther-Schaden und Support-Charakter. Ich weiß nicht, vielleicht in Zukunft gibt es mal wieder einen Äther-Support-Charakter oder so.
Ja. Das ist halt so unnötig. Und ich hätte lieber ihrs gehabt. Aber hey, ich hab's einmal gezogen. Einmal ist besser als keinmal. Das freut mich. Aber jetzt kommen wir natürlich zum Boy. Schauen wir ihn uns an. Stoßkraftcharakter auf jeden Fall. Er hat den Brillen-Move gemacht. Ich bin sehr glücklich darüber. Oh mein Gott. Die Liebe zum Detail. Achtung. Wenn ich jetzt zurückgehe, wie er den Kopf noch... Er ist in der Position und er wartet noch kurz und dann geht der Kopf nochmal nach hinten. Achtung. Ey, das ist so ein cooler Move. I love it. Ja. Und eine fantastische Voice mal wieder. Yes. Ach, das macht mich, ich bin glücklich. Und das jetzt in Kombination mit Soldier 11, Chef's Kiss. So, jetzt will ich aber natürlich noch ihn mal ausprobieren, spielerisch. Die anderen zwei, die mache ich jetzt so privat, damit ich das Zeug bekomme. Aber ich will jetzt auch mal spielerisch austesten. Ich weiß, dass er mir gefallen wird, weil er sich wie ein Fighting-Game-Character spielt. Dieser Zusatzmodus ist super geil, weil der ist wie so ein Streets of Rage. So, wenn du von links nach rechts oder rechts nach links laufst und Gegner verkloppst. Super cooler Modus. Freue ich mich jetzt schon drauf, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe als heute. Kaffee erhält Leiter mit der Zeit automatisch Moral. Verbraucht ein Truppenmitglied erhält Leiter zusätzlich Moral. Er kann über maximal 100 Punkte Moral verfügen. Wenn Moral auf 80 Punkte wiederhergestellt ist, wendet er beim nächsten Einwechseln auf dem Feld direkt eine schnelle Hilfe an. Nachdem der Wert für Moral 80 Punkte erreicht hat, tritt Leiter beim Ausführen des fünften Angriffs seinen Basisangriff in den Zustand Moralausbruch ein, wodurch die Macht des... Okay, wir probieren es einfach mal. Ja, jetzt sagst du mir es nochmal, okay. Okay, wir kloppen erstmal. Oh, das macht mir jetzt schon Spaß. Oh mein Gott. Oh, I love it. Oh, das ist... Oh mein Gott, ich liebe es. Was zum Fick? Das ist ja geil. Oh mein fucking Gott, das ist ja super lustig. Das sollte ich gar nicht machen, aber es macht Spaß. Vor allem dieses... Geil. Okay, um einen starken Spezialangriff auszuführen. Dann machen wir den mal. Das ist Shoryuken. Das ist Shoryuken. Ey, das ist so geil, dass sie den nach so einem Fighting-Game-Character... Das ist Hommage wahrscheinlich an sämtliche coole Fighting-Game-Character. So, wenn Moral 80 erreicht... Aktiviert den Angriff des Basisangriffs. Ah, dann leuchtet er so. Dann ist es voll. Verbrauchen Zustand, okay. Also dadurch sind auch die Angriffe stärker scheinbar. Das ist doch nice. Okay. Und beim Einwechseln, wenn er 80 Punkte hat, dann supportet er quasi die Charaktere. Das heißt, ich muss hier... Also er will erstmal, dass ich quasi auf die Fresse gebe. Nee, noch nicht. Oh mein Gott, das ist ja so fantastisch. So, jetzt ist er voll, oder? Jetzt wechsel ich mal aus. Und dann wieder. Fucking nice. Fucking nice. Ich heb mir das Special noch auf. Bam, Alter. Und dadurch kriegt... Oh, das ist so schön. Dadurch kriegt Soldier 11 dann auch das Aufladen. Das ist so geil.
Bäm! Komm auf! Jawohl, das ist so geil! Bäm! Das ist so scheißgeil. Ey, ich hab noch nie so viel Spaß bei einem Kampf gehabt wie hier. Wie geil ist das? Macht so viel Spaß. Man, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Feuercharaktere aus irgendeinem Grund sind immer arschgeil. Feuercharaktere machen so viel Spaß. Ich weiß nicht, ob es am Element liegt, dass sie einfach überall Funken sprühen und Explosionen oder sowas, aber voll mein Ding. Ach, wie geil. Ach, Leute, meine Empfehlung geht raus. Macht jetzt schon Spaß. Sein großes Ding ist, und das ist das Geile, man kann mit Leiter was richtig... Warte mal, kann ich jetzt eigentlich auch... Yeah. Holy shit. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, der hat sogar... Guck mal, der... Er hätte eine richtige Statur. Ich meine, gut, er ist ein Boxer. Aber offensichtlich, dass er nicht so aussieht wie ich. Und sie, ey, by the way, ich bin vollkommen in Ordnung damit. Ja? Ich bin vollkommen in Ordnung damit. Nein, das wollte ich nicht. Renn mal. Okay, er rennt relativ normal. Ja, geil. Das Coole bei ihm ist, dass er, man kann ihn mit Eis- und Feuercharakteren kombinieren. Also gleichzeitig in einem Team, weil er sowohl Eis auch als Feuercharaktere bufft. Er bricht nicht nur relativ schnell sozusagen die Statur, die Schilde der Gegner, wenn du so willst, sondern er supportet eben halt auch noch Feuer- und Eischaraktere. Das ist ehrlich gesagt ziemlich insane, weil dadurch kann man halt so viele Kombis machen. Man kann ein Feuer- und Eis-Team in einem machen. Was natürlich ganz nice ist, man kann ein Feuer-Only-Team machen, wo er und zwei andere Feuercharaktere drin sind. Am besten sowas wie jetzt Lucy, die nochmal zusätzlich bufft, dann geht's richtig ab. Alternativ kannst du aber auch ein Eis-Team mit ihm machen, dann werden die anderen Eischaraktere gebufft. Also nur mal ein Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Ellen noch mit reinpacken würde... Und, keine Ahnung, Sukaku als Support oder vielleicht sogar, wenn ich ganz wild bin, könnte ich den Lykaion reinpacken als weiterer Stunner. Dann hättest du zwei Stunner und einen Attacker in einem Team und er bufft zusätzlich noch. Oh. Die Möglichkeiten sind gerade gefühlt endlos mit diesem Charakter. Das ist herrlich. Richtig nice. Und das Schöne ist, ich musste keine großen Summen Geld ausgeben. Wir haben einfach nur das Spiel gespielt. Herrlich. So muss es. So, als nächstes, auf wen spare ich jetzt? Natürlich ist Miyabi interessant, aber ich habe mich für Leiter entschieden, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte alle von den Sons of Caledon haben, weil von allen Figuren, die wir bisher im Spiel hatten, von allen Organisationen kannst du es ja nicht nennen, aber ihr wisst, was ich meine. Gruppierungen finde ich die am coolsten. Die sind mir einfach so absolut sympathisch. Und das freut mich jetzt, dass ich da eine schöne Auswahl habe. Hier, wir können es ja einfach nochmal kurz... Warte mal, ich muss ihn auch mal natürlich markieren, dass er einer der Favoriten ist. Jetzt müsste ich eigentlich nur noch... Also lore-technisch müsste ich jetzt noch Billy trainieren, weil der mal ein ehemaliges Mitglied war. Aber ich weiß nicht, ob ich da Lust drauf habe, beziehungsweise die Ressourcen dafür hergeben möchte. Ich werde mich natürlich erst auf Leiter konzentrieren. Aber dann haben wir hier natürlich noch... Wir haben Lucy noch. Wir haben Piper. Bernice. Und natürlich die Anführerin. Cäsar. Ich habe jetzt alle. Oh, das fühlt sich so gut an. Ja. Ich weiß, viele werden sich auf Miyabi konzentrieren und das ist auch vollkommen legitim.
Warum habe ich quasi die davor, also, oh, wie hieß sie nochmal? Warte mal kurz. Yanagi. Warum habe ich Yanagi ignoriert? Yanagi habe ich so ein bisschen Gefühl, Yanagi ist spielerisch ein bisschen anspruchsvoller gewesen. Mit ihren Wechselmodi, in denen sie dazwischen drin wechselt. Und diese Momente, wo ich mit ihr gespielt habe, habe ich gedacht, sie ist cool, ne? Ich mag sie und so. Ich finde, spielerisch macht sie nicht so viel Spaß. Und bei mir ist es oft wichtig, spielerisch Spaß zu machen. Manchmal kommt man rein, wäre ich sicherlich bei dem Charakter auch, aber es war mir jetzt einfach nicht wichtig. Und ihr habt ihr gesehen, hätte ich nur im Ansatz für sie gepult, wäre jetzt keine Möglichkeit mehr gewesen für Leiter. Und das hätte ich bereut. Oh mein Gott. Und das muss man auch mal sagen. Coole männliche Charaktere in so Gacha-Games ist nicht so häufig. Verkauft sich nämlich meist nicht so grandios. Und das ist, da freut man sich, wenn dann wirklich mal so ein wirklich cooler Charakter um die Ecke kommt. Er hier und Galaga aus Honkai Star Rail sind für mich die coolsten, in Anführungsstrichen auch männlichsten Charaktere, die HoYoverse so zu bieten hat. Der Rest ist so, ja, das sind überwiegend auch fast männliche, also überwiegend männliche Charaktere, die eher so eine weibliche Zielgruppe haben sollen. Was okay ist. Aber ich freue mich einfach ab und zu mal einfach einen Badass-Dude zu spielen, der einfach nur cool aussieht. Bam. Okay, Leute, ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Wenn es euch gefallen hat, dann wäre es das Größte für mich. Ich bin raus. Ich werde jetzt, oh Gott, mehrere Wochen gucken, bis ich ihn auf dem vollsten Level habe. Vielleicht werde ich dann mal hier und da mal wieder ein anderes Sandstone-Video aufnehmen, damit ihr ein bisschen mehr in Action seht. Aber das wird noch eine Weile hin sein. Vielleicht so im Team mit Soldier 11. Mal schauen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bis dahin und ich sage wieder einmal, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.